Sollten wir. Was war das? Wo ist denn ich im Ruhe? So, hey zusammen, hier ist wieder der Wissens und der Simplex. Jo, moin. Genau, und heute geht's weiter mit einer neuen Folge von dem Tage Let's Play halt. Und es ist gerade Blutmond, wie ihr seht. Es ist während der Aufnahmeeinstellung, also als wir gerade vorbereitet haben für die Aufnahme, ist auf einmal Blutmond gekommen und hier ist ein Eisgolem. So ein Miniboss. Einfach Ja, wir haben so. auf jeden Fall sehr viel vor, würde ich sagen. Wir müssen uns noch ein bisschen vorbereiten und dann werden wir auch schon gleich den nächsten Boss machen, schätze ich mal, oder? Ja, das ist unser Ziel für die nächsten paar Folgen. So, ich hole mir hier mal vom Fillmore, unserem guten Kumpanen hier, das Gold, 10 Gold. Ich glaube, das ist das Maximum. Also 10 Gold und dann bekommt er nichts mehr. Dann muss man sich das wieder abholen und erst dann kann sich das wieder auffüllen, glaube ich. Ja, da müssen wir regelmäßig vorbeischauen, wenn das so ist. Jo. Das kann gut sein, So, ich brauche jetzt Pfeile. Ich mache das jetzt einfach nebenbei. Ah, okay, ja. Okay, ja. das ist ja. Ich muss mir dann auch noch ein paar Pfeilchen holen und halt daraus und die halt weiterverarbeiten. Weil Jo. ich mir jetzt auch einen Bogen geholt habe, aber für den nächsten Boss, nämlich Pantera, haben wir vor zu besiegen. Ja, da kann es gut sein, dass ich einen Bogen brauche und so. Weil, also eigentlich hätten wir ja vorgehabt, so eine bestimmte Taktik zu machen mit Chlorophyt-Kugeln und Maxi-Hai und so. Das Ding ist nur das, dass wir, naja, dass wir den wenn wir den Maxi-Hai haben wollen, also so eine Schusswaffe, dann braucht das ziemlich viel Gold und ziemlich viel Materialien und so. Wir müssen nochmal einen Boss besiegen, müssen noch ein ganze Platin-Münze dafür ausgeben, wenn wir beide einen haben wollen. Und ja, das wäre ein bisschen zu viel Aufwand gewesen. Deshalb haben wir uns dafür entschieden, einfach ganz normal einfach, also ohne bestimmte Taktik jetzt gegen Plantera vorzugehen. Oder warte doch, eigentlich haben wir eine Taktik, oder? Das mit den Klappen und so. Ja, stimmt. Also wir haben das schon einmal gemacht und das hat auf jeden Fall sehr gut funktioniert. Auch im Livestream haben wir das schon mal gemacht, so als wir eine Challenge gehabt haben. Also wir werden das dann vorbereiten. Ich glaube, das wird sogar vielleicht ein bisschen vorgespult und dann werden wir Plantera auf jeden Fall schaffen, schätze ich mal. Also mit dieser Ausrüstung sollte es schon gehen, glaube ich. Ja, das glauben wir auch. Also jetzt mit Schildkrötenrüstung, mit guten Pfeilen und So, das habe ich es gut, Icho, Jojo. also. Ja, ich habe dir gerade das Icho wieder zurückgegeben. Okay, also hast du Pfeile gemacht, oder? Ja, ich habe mir jetzt so 1050 oder so. Okay, ja gut. Dann würde ich sagen, gehen wir rüber, oder? Also. Ja, und wir bauen uns damals so ein bisschen so ein Setup, also so eine kleine Art Falle oder sowas halt. Wollen wir ein Rennen machen? Ja. Witzig. Das ist der Ort des Geschehens hier. Genau, hier. Hier als Gedenken im Baum hin platzieren, so. Ja. Ja, hier kommt dann noch so ein Denkmal hin, so ein Schild oder so. Ja, muss auf jeden Fall hinkommen. Genau, ich muss hier noch nachsehen hier unten, ob das Crimson weiter hier. Aber wie es aussieht, wird das hier unten gestoppt durch das Leben. Und das ist ganz nice. Also ja, wir müssen keine Angst vor dem Crimson mehr haben, dass das hier uns auf die Pelle rückt. Wo ist denn der Angst vom Crimson? Das Was darfst du nicht machen laut wir? sagen. Und wir müssen auch mal irgendwann vielleicht die Wüste oder so, vielleicht die neue Wüste erkunden. Irgendwann, wenn wir vielleicht ein paar Sachen von da brauchen, wie das Mount oder so, oder Vanity-Items oder so. Sind ganz nice hier dabei. Bestimmt, obwohl. Hä? Jetzt. Siehst du das auch? Was? Irgendwie ist das alles so unscharf. Oder kommt mir das nur so vor? Das sind die Hitzewellen. Ach Weil, so, ja, kennst du meine ich das? ja, meine ich ja. Eben. Sehr. Sieht so aus, als ob es. Ja, es sieht aber wirklich so aus. Jetzt, wo Ja. du es sagst. Richtig nice gemacht. Das ist in der Hölle, glaube ich, auch sogar. An dieser Stelle nochmal ganz kurz, damit Wiesent ein bisschen Spaß beim Schneiden hat. Oh, jetzt kommt's. Ja, nice. Danke. Was machen wir dann im Livestream? Oh, das wird schwierig. Müsste so ein FSK 18 oder so Dinge anhaben. Ja, Dann. genau. Ja, all das beschränkt. Ich glaube, die nächsten Folgen werden auf jeden Fall noch spannend sein, denn der Golem folgt ja dann auch noch nach Plantera. Das stimmt, ja. Und so langsam nähern wir uns dann auch schon
dem Kultisten und auch dem Moonlord. Ja, stimmt, ja. Ja, das ist echt nicht mehr so lang hin, wenn man das überlegt. Jo, also. Warte mal, wie viele Folgen haben wir momentan in Terraria? Die 62. ist die vorherige gewesen. Zwei. Also das Oh. ist jetzt wahrscheinlich die 63. Ich glaube ehrlich gesagt, dass wir nicht mal, also so bei der 80. Folge vielleicht schon fertig sind. Kann das sein? Also mit Das Moonlord zumindest. könnte echt sein, ja. Das könnte ganz gut sein. Wenn wir halt immer so die Farm-Sachen und so rausschneiden, dann ja, überspringen wir halt viel und haben halt weniger Folgen. Aber wir sind dann halt schneller bei Moonlord. Ja, das stimmt, ja. Ja, hier ist eine Pflanze. Hier ist eine Ah ja, Pflanze. was? Danach mal schauen, wie es weitergeht. Vielleicht ein neues Projekt. Also auch wieder mit Terraria. Müssen wir mal schauen. Das wird interessant, ja. So, wollen wir hier vielleicht gleich oder ist es. Ja, bauen wir uns mal rein und sehen wir nach, was da so ist. Okay. Wie ist es eigentlich, wenn wir Plantera rauflocken hier an die Oberfläche? Geht das? So, man sagt irgendwie, also ich bin mir nicht 100% sicher, ob das stimmt, aber dass wenn wir Plantera an Oberfläche, also wenn Plantera an Oberfläche ist, dass es dann Despawns, oder? nee, nicht despawnt, sondern halt dann in Akku-Modus geht. Sagt man halt Okay. irgendwie so. Also das, dann geht es schon vor, im Vorhinein schon in den Modus. Sollten wir. Was war das? Ist nicht im Ruhe. Okay, nice. Ich komme jetzt auch in den Stimmbruch, geil. Alter. Genau, sollten wir mit Bomben so werfen, sondern damit wir ein bisschen weiter vorankommen. Warte, lass mich kurz überlegen. Ich habe keine Bomben. Nee. Machen wir auf, Hast du so. Bomben? Auf. Alter. Du könntest. Kriminell hier. Was soll denn das hier jetzt? Ich wusste, dass sie dich nicht trifft. Nun wusste ich nicht, ob du nach links gehst. Prank. Und nur ein Prank. Ja, ein Bombenprank, oder? Alles dann. Alter. War das eine Anspielung? War Oder das war das so? eine Anspielung? Oh, wer weiß. So, an dieser Stelle wollte ich gerade mal den Elias und den Let's Player Danzer grüßen. Ja, auf jeden Fall fühlt euch gegrüßt und ja, dann geht's mal weiter mit dem Zeitraffer. Unsere Taktik sieht folgendermaßen aus, dass wir uns hier in diesem Raum halt ja, bewegen. Und Plantera hat ja diese komischen Stachelbälle oder was auch immer, die halt überall abprallen. Und diese prallen halt eben an diesen Klappen nicht ab. Und deshalb haben wir halt, ja, ist ein bisschen chilliger. Das ist ziemlich nice. Die fallen einfach nach unten und solange wir nicht zu weit unten sind, geht das ganz gut eigentlich. Alter, dieser Kackwurm, Mann. Alter, Mann. Ohne Spaß, dieser Wurm.
Fuckt mich gerade so ab, Alter. Kleiner Tipp am Rande, kauft euch nie einen Wurm. Also habt nie einen Wurm als Haustier. Kann sehr, sehr nerven. Das glaube ich auch, ja. Vor allem, wenn ihr Würmer irgendwo innerhalb eures Körpers habt oder so, dann. Ja. Ah ja, suboptimal. Nicht das Schlimmste, aber so nice ist es jetzt auch nicht. So, Super, nice. Sieht das aus. 3, 2, 1, go, oder? Ja, hast du noch Eisenhauttränke, oder? Ich habe noch welche. Brauchst du noch an? Nee, ich gebe dir hier mal ein bisschen hier. Habe ich jetzt einen geschluckt? Ich habe einen geschluckt. Nice. Ja, wie ist ein Simplex-Stuch gerne, wie es aussieht? Naja, komm. Ich nehme jetzt hier auch schon einen Bogenschießer-Trank. Also, sollen wir nicht noch Ding holen? Heiltränke? Hast du. Achso, du meinst große hier, oder? Ja. Wie du willst, also brauchen wir die. Sonst haben wir so ein bisschen eine Challenge. Das ist ja ein bisschen Challenge, wäre. Schon auch nice. Ready? Jo. Let's go. 3, 2, 1, go. Oh shit. So, Plantera ist auf jeden Fall aufgewacht. Er kommt von links unten.